Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial zum Landwirtschaftssimulator 22. Heute erkläre ich euch in einem kurzen Video, wie die Schweinezucht funktioniert. Ihr erfahrt, welche Unterschiede die Unterkunft macht, welche Schweine es gibt, was sie fressen und welche Geräte und Maschinen ihr braucht. Und natürlich auch, wofür ihr Schweine überhaupt braucht. Denn neben der Produktion von Gülle und Mist haben Schweine noch einen weiteren Zweck. Vorab möchte ich euch noch das GameStar Sonderheft zum LS22 empfehlen. Ich habe im Heft selbst als Autor mitgewirkt und ihr findet dort zahlreiche weitere Guides und Tipps. Den Link zum Sonderheft findet ihr in der Beschreibung des Videos. Beginnen wir mit den Unterschieden zwischen Weide und Stall. Euch stehen eine Weide und zwei Ställe zur Wahl. Auf der Weide für 28.140 Euro finden 30 Schweine Platz. Hier müsst ihr das Wasser selbst anliefern, dazu aber später noch einmal mehr. Für 109.000 Euro erhaltet ihr den Schweinestall, der Platz für 108 Schweine bietet. Für 164.000 Euro bekommt ihr den großen Schweinestall, in dem bis zu 270 Schweine ein neues Zuhause finden. Die Ställe findet ihr im neuen Baumenü vom LS22. Damit die Tiere auch Mist produzieren, benötigt ihr einen eigenen Misthaufen für 25.000 Euro. Der wird in der Nähe des Stalls oder der Weide platziert. Der Misthaufen hat ein Fassungsvermögen von 4 Millionen Litern und befindet sich im Baumenü im Reiter Gebäude und dort bei den Silo Erweiterungen. Falls ihr mehrere Ställe oder Weiden baut, könnt ihr diese über den Baumodus auch umbenennen. Klickt sie dazu an und wählt Umbenennen aus. Die Schweine kauft ihr direkt gegen einen Aufpreis im Menü oder ihr fahrt zum Viehhändler und holt sie dort ab. Der Viehhändler bietet nicht nur verschiedene Rassen an, sondern auch Tiere unterschiedlichen Alters. Die älteren Tiere sind etwas teurer, dafür dauert es nicht so lange, bis sie sich erstmalig reproduzieren. Dazu braucht ihr natürlich den passenden Tiertransportanhänger. Ohne Mods steht euch nur der Silver Star von Wilson Trailer zur Verfügung, den ihr für 80.000 Euro erhaltet. Darin haben 36 Schweine Platz. Fahrt ihr selbst, spart ihr euch 30 bzw. 50 Euro Transportgebühr pro Schwein. Auf der neuen US-Karte Elm Creek bietet sich der LKW Pinnacle 6x4 von Mack Trucks für 93.500 Euro an. An der Seite des Stalls ladet ihr die Schweine anschließend ab. Neben Nahrung benötigen sie aber auch Stroh, damit sie Mist produzieren. Und hier kommt der ProChop 150 von Anderson ins Spiel. Für 37.000 Euro erhaltet ihr ihn im Shop. Mit dem passenden Traktor, der mindestens 80 PS Zugkraft hat, nutzt ihr die Maschine im Anschluss direkt am Trigger neben dem Stall. Alternativ funktioniert das Entladen von Stroh auch direkt am Stall mit jedem Anhänger, der Stroh laden kann. Auf der Schweineweide kann im Übrigen kein Stroh entladen werden. Als Traktor bietet sich etwa der Fendt 300 Vario mit Frontladeranbau, Breitreifen und Radgewichten an. Radgewichte und Frontlader werden später beim Verladen des Mists wichtig. Für 112.000 Euro erhaltet ihr die vorgestellte Kombination im Shop. Der Q5M Frontlader von Quicke benötigt 100 PS, passt also für den Fendt 300 Vario. Zum Verladen des Mists könnt ihr die Universalschaufel, Dunggabel oder die Gabelzange von Albutt verwenden. Ich persönlich empfehle euch die Universalschaufel, da sie, wie der Name schon verrät, universell einsetzbar ist. Was fressen Schweine eigentlich? Schweine sind bei der Wahl des Futters wählerisch. Die besten Ergebnisse erzielt ihr mit einem Mix aus verschiedenem Futter. Dazu gehören 50% Mais oder Sorghumhirse, 25% Weizen oder Gerste, 20% Sojabohnen, Raps oder Sonnenblumen sowie 5% Kartoffeln oder Zuckerrüben. Alternativ könnt ihr euch im Shop auch bereits perfekt abgemischtes Schweinefutter kaufen. Das Futter könnt ihr direkt am Trigger stehen lassen. Sobald Futter auf der Weide oder im Stall fehlt, wird dieses automatisch nachgefüllt. Ihr spart nicht nur dadurch Arbeit, auch das Reinigen von Stall oder Weide empfällt im neuen Landwirtschaftssimulator. Die ersten Schweine reproduzieren sich nach 6 Monaten, sofern ihr euch um ihr Wohlbefinden kümmert. Die Gesundheitsanzeige steigt auf 100%, wenn ihr ihnen das richtige Futter gebt. Sobald die kleinen Ferkel ausgewachsen sind, fangen sie ebenfalls an, sich zu reproduzieren. Wenn euer Stall voll ist, könnt ihr die Tiere verkaufen. Natürlich könnt ihr auch vorher Tiere verkaufen und am besten verkauft ihr die Ältesten zuerst, denn die bringen am meisten Geld. Sofern es euren Schweinen gut geht,
produzieren sie Gülle und Mist. Gülle wird im Stall gelagert und falls ihr mehr Kapazitäten benötigt, baut ihr eine große Güllebehältererweiterung und lagert die Gülle dort zwischen. Mist produzieren die Schweine, wenn Stroh im Stall vorhanden ist und ein entsprechender Misthaufen nahe dem Stall platziert wurde. Mist und Gülle könnt ihr prima zum Düngen eurer Felder nutzen. Dazu gibt es ebenfalls verschiedene Geräte. Für Gülle etwa das VT130 von Schouten für 58.000 Euro. Für das braucht ihr allerdings noch einen Gülleverteiler, in unserem Fall das Spider SP6834 von Schouten. Für den reinen Verkauf eignet sich das Zunhammer ULT24 für 52.000 Euro. Die Gülle fahrt ihr dann in die Biogasanlage und verdient euch ein wenig Geld dazu. Zu guter Letzt kommen wir zum Mist, also den im Spiel. Den Mist ladet ihr mit einem Frontlader und passender Schaufel in einen beliebigen Miststreuer, etwa dem Kuhn SLC 141 für 54.800 Euro. Alternativ stellt euch einfach neben das Symbol an den Misthaufen und startet den Überladevorgang. Das war das Tutorial zur Schweinezucht im Landwirtschaftssimulator 22. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr Vorschläge habt für weitere Tutorials. Also wenn ihr irgendein Tutorial gerne sehen wollt, lasst es mich ebenfalls gerne in den Kommentaren wissen. Und über ein Abo freue ich mich natürlich auch sehr. Ansonsten wird in Zukunft weitere LS22 Tutorials und vielleicht auch die ein oder andere Sonderfolge geben. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Euer Metalizer.